Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns den Kelch der Opulenz etwas genauer an, hier im kleinen Guide, denn es gibt immer wieder mal Fragen, wie kriege ich denn die verschiedenen Runen? Wie funktioniert das mit den Kaisermünzen, wo ich separat schon mal ein Video gemacht habe, in der Infokarte verlinkt, oder wie schalte ich das Ganze frei, auch ein Video übrigens verlinkt in der Infokarte, wie man das Ganze kriegt. Wir schauen uns hier alles mal ein bisschen in Ruhe an, für alle, die nicht so genau wissen, wie das Ganze funktioniert. Zudem am Ende zeige ich noch die einzelnen Kombinationen, die es gibt, um die jeweiligen Waffen und Rüstungen von der Menagerie bzw. Kelch der Opulenz zu kriegen, denn da gibt es ja auch ordentlich viele Waffen, die man da rausholen kann durch verschiedene Kombinationen, wie man hier sieht, also Falkner zum Beispiel, die Handfeuerwaffe, die durchaus begehrt ist, oder das Scharfschützengewehr, das Maschinengewehr, das heißt, wir haben hier einige Kombos, die ziemlich coole Waffen geben. Das Ganze gehen wir Schritt für Schritt durch. Zu Beginn ganz kurz die Erklärung, wie der Kelch funktioniert. Wir haben hier mehrere Slots. Beim oberen Slot können wir eine Rune einfügen. Wie man an die anderen Farben kommt, zeige ich nachher gleich. Die Runen haben da dann den Text drauf, wo dann drauf steht, hier kriegt man einen Umhang, wenn man den einfügt. Hier eine Maschinenpistole, Scharfschützengewehr, Handschuhe, Stiefelhosen, dann haben wir Powerwaffen, Helme, dann haben wir Handfeuerwaffen, Nebenwaffen, Westen, also Brustschutz, Fusionsgewehre und Schrotflinten. Beim zweiten Slot haben wir die Möglichkeit, auch wieder was einzufügen, wenn wir das dann freigeschaltet haben. Und hier haben wir dann die Möglichkeit, die Waffen gezielt auszurichten. Das heißt, wir haben hier, wenn wir eine Rüstung schmieden, haben wir Mobilitätseigenschaften drauf. Wenn wir eine Waffe schmieden, dann haben wir höhere Feuerraten drauf. Das heißt, durch diese Kombination können wir gezielt bestimmte Waffen holen. Das letzte hier ist für die Meisterwerk-Version zuständig, das heißt, wir kriegen hier bei Rüstungen Meisterwerk Arkuswiderstand drauf und so weiter und so fort. Das heißt, die unterschiedlichen Runen geben uns hier jeweils bestimmte Meisterwerk-Versionen. Auch bei Waffen haben wir zum Beispiel verbessertes Nachladen, Reichweite-Eigenschaft, das steht immer drauf, wenn wir mit dem Cursor draufgehen. Das heißt, durch diese Kombination einfügen, beispielsweise das hier, dann nehmen wir hier nochmal einen rein und dann nehmen wir noch so einen rein. Und wenn wir die Menagerie dann abschließen und am Ende die Truhe öffnen, kriegen wir dann die jeweilige Rüstung oder Waffe, je nachdem welche Kombination man gemacht hat. Ganz am Ende zeige ich noch, welche Kombination welche Waffen und Rüstungen geben, aber eben wir gehen das Ganze Schritt für Schritt durch. Für die einen oder anderen ist unklar, ich kriege jetzt nur violette, wie kriege ich denn die roten, die grünen oder auch die blauen Runen? Die anderen Runen können wir kriegen, wenn wir das hier freischalten, Runenkompatibilität. Hier haben wir nämlich im ersten Slot, steht auch geschrieben, wenn wir das freischalten, kriegen wir rote Runen, beim nächsten haben wir dann stehen, wenn wir das freischalten, kriegen wir grüne Runen und beim letzten hätten wir blaue Runen. Bedeutet im Klartext, wenn wir das nach und nach freischalten, können wir dann über Strikes, PvP oder auch Gambit, also gewisse Aktivitäten, am Ende Runen kriegen, die wir dann eben in den Kelch einfügen können, um die jeweiligen Waffen zu machen. Bei Runenbonus, da kann man ja auch drauf gehen, das ist jetzt für den Anfang tatsächlich gar nicht so wahnsinnig wichtig, aber hier kriegen wir zusätzliche Beutezüge und Verbrauchsgegenstände von Werner. Hier erhalten wir in der Menagerie eine Rune zurück, wenn wir das Ganze einsetzen, und zu guter Letzt haben wir auch nochmal einen Bonus, wenn wir bei der Menagerie was machen. Ganz, ganz wichtig ist natürlich aber das hier, wenn wir da alle freigeschaltet haben, können wir natürlich auch alle Waffen holen, wenn wir die beiden Slots hier haben. Macht und Auswirkung, das habe ich ja bereits in dem Kaisermünzen-Guide gezeigt, würde ich hier natürlich bis Macht und Wirkung 2 scalen, weil wir hier die Kaisermünzen kriegen, um eben die anderen Slots freizuschalten. Guckt sonst das Video in der Infokarte an, da erkläre ich alles ausführlich. Nun gut, kommen wir noch zu den Kombinationen. Hier mal ganz kurz die einfache Variante, hier haben wir alle Waffen aufgelistet, da sehen wir Rune 1, Rune 2, das ist der obere und der linke Slot, und je nach Kombination haben wir dann die verschiedenen Waffen und auch hier haben wir die ganzen Rüstungen. Jetzt können wir das Ganze noch viel gezielter machen mit Meisterwerksgegenständen, das zeige ich jetzt noch.
Hier in dieser Liste, die ist übrigens auch in der Beschreibung und mit dem angepinnten Kommentar dann verlinkt, damit ihr da direkt draufklicken könnt, haben wir eine komplette Liste, wo wir alles fein säuberlich aufgelistet haben. Das heißt, wir haben hier die Ansicht, wo steht, dass wir die zwei in Kombination mit einem blauen, dann kriegen wir den Klassengegenstand mit Meisterwerk Solar. Bei Waffen haben wir das Gleiche. Das heißt, wir haben hier eine komplette Auflistung von allen Sachen, allen möglichen Kombinationen. Das Ganze ist natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen. Die Credits gehen hier an die werten Herren raus. Das heißt, könnt da gerne mal vorbeigucken. Die haben das nämlich aufgelistet. Das heißt, so können wir hier eine komplette Kombination machen oder beziehungsweise eine komplette Auflistung machen, was es alles gibt. Da kann man reinschnuppern, wenn man gezielt diese Handfeuerwaffe noch bräuchte, von der träumenden Stadt zum Beispiel, jetzt das Scharfschützengewehr haben möchte, mit Reichweite oder mit Handhabung, dann kann man das Ganze gezielt suchen, hier in der Liste, und kann es dann so einstellen, dass man es bei der Menagerie kriegt. Eine super Sache, und so weiß man auch direkt, zack, das will ich haben, das kann ich so zusammenstellen, und let's go. Bedeutet, im Klartext ist gar nicht wahnsinnig schwierig. Das heißt, schaltet hier ruhig mal am Anfang Macht und Wirkung die zwei frei, damit ihr viele Kaisermünzen kriegt, dann nach und nach die Runen hier freischalten, und am wichtigsten sind die zwei auch noch, denn wenn wir das freischalten, also das machen wir über die Quest, aber wenn wir den noch freischalten, können wir Kombinationen erschaffen und eben bestimmte Waffen und Rüstungen holen. Tja, und im Grunde genommen wäre das der Kelch gewesen, so funktioniert es. In der Menagerie kann man natürlich das Ganze freischalten. Wenn ihr übrigens noch einen Guide haben möchtet zu der Menagerie, also wie die einzelnen Abschnitte funktionieren, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann werde ich dazu natürlich auch noch was machen. Gut, damit wären wir auch schon am Ende angekommen. Wenn das Video gefallen hat, lasst sehr gerne einen Like da, lasst einen Kommentar da, wie gesagt, Feedback, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr zukünftig nichts mehr von diesem Kanal verpassen möchtet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.